Ja, ich bin gleich wieder da. So, einen wunderschönen guten Abend. Es geht wieder mal los. Unser Kommandant hat wie aber gesagt, Ami, mach einen Stream an. Wir wollen zeigen, was wir können. Also habe ich dies auch getan. Denkt dran, wieder mal 5 Minuten Delay. Sprich, wenn wir starten um 20 Uhr, der hier ist um 20.05 Uhr. Und ja, ansonsten will ich schon mal so sagen, viel Spaß und viel Spaß beim Abend. Hab ich dir gerade eben gesagt. Gibt es auch einen Code? Ja, den hat er bei uns im Channel reingetan. Ja, Spiel-Channel. Genau. Komm, mal rein. Gerade wo ich kopieren wollte. Vom Netzteiler. Ja, also nochmal. Das der gleiche. Ja, sicher. Das ist das nächste Mal für euch. Außer wie kann ich das machen? Klickst du drauf, hast du dann schicken. Ihre Telefon. Thank you.
ist hier los? Das ist man von euch gar nicht gewohnt, diese Ruhe. Hey, da streamt jemand, da hört man jedes Wort. Gibt's auch noch Kohle extra vielleicht? Nein. Warum nicht? Weil wir keine Reserven da haben. Ja, wer ist dafür verantwortlich? Vortritt? Keine Kohle. War ich nicht. Können nur Kommandanten und Vizekommandanten machen. Ja, was macht der Kommandant die ganze Woche? Und der Vizekommandant oder wie er heißt. Also wenn ich das richtig sehe, stehen die Reserven heute um 21.45 Uhr bereit. Nein. 20.45 Uhr. Hä? Bei mir steht 21.45 Uhr. Ja, da sind zwei jetzt fertig. So. Ich würde mir die Kohle aber gerne auf mein privates Konto dabei. Anna. Ich glaube, ich muss öfter streamen, dann ist die Gefechtsruhe immer da. Oh, wann geht's los jetzt? Oh, irgendeiner klappert hier im Hintergrund. Ich gucke mal nicht rechtzeitig auf Sales und Zern. Voll Benni. Klappert. Digga, die Knochen. Gut, erstmal alle Mediums auf dem Hügel. Ja, ich könnte Mittelspot holen. Ja, bitte Mittelspot holen. Hier erstmal Richtung Schlachtergasse mit den beiden E100s. Beiden 50B.
die 53 TVs kurz herausziehen und gucken, dass wir hier Feuer drauf kriegen. Die Bies erstmal mit nach vorne. Ich fahre wieder auf die Bies. Darf er das andrücken? Mediums, helft ihr, Badget. Fahrt nicht zu doll im Pulk. Dies versuchen dann hier nicht hier raus. Also, komm jetzt, Chef. Fokus Feuer. Rück da rum. Dies können hier in die Seite reinballern. Hinter euch kommt ein THC-5. Okay, wir noch. Patch it beide ab. Okay. Alle Jungs rum, los. Viele an den Edge. Komm her, wir schnappen uns den. Nur halten. Schachtergasse ein bisschen langsamer, genau. Super. Mediums von oben jetzt mit rein. Patch it ab, kurz kommentieren da. Auf den ES7, wenn es geht. Hier langsam, fliegt die langsam Joker. Schön, dass die Mediums einfach geschildert haben. Macht langsam da bitte mit ihr 7, ja, 50. Und da weg. Dann komm, wir brauchen wieder ein Ortschild. Medium, Park zur Seite, Park weg, der Teil 5 zieht euch ja auch raus. Willst du auch ab da? Laden, ich komm da gleich. Alter, was ist denn das für eine Scheiße, Junge? Leer. Hau ab, Steffen. Ja, bist du weiterhin drauf? Ich muss auch mal ein paar legen. Ich bin noch nicht offen. Ja, lieber die schießen auf dich als auf uns. Ich muss mich zurückziehen. Nur Platzpatronen oder was? Kann denn ein Heavy vom Gegner schneller auf dem Hügel sein als unsere Mediums? Das ist für mich unbegreiflich. Das auf 260 ist ziemlich zügig unterwegs. Oder nur ein Heavy oben, ja? Ja, zwei, ich bin da auch da. Aha. Dann fahren wir mal später.
Mann jetzt! Nun läuft er runter. Ah ja, definitiv weniger Medium-Temperature-Karte, das ist... Das wird's aber verarscht. Also, Daniel, kannst du mir einmal die Entscheidung nochmal erklären? Wir stehen mit 3 50Bs vor einer E7 und einem E5 oder was das war. Und die Badgers haben wir auch noch. Warum zum Teufel geben wir diesen beiden Panzern so viel Zeit zum Nachladen, dass wir uns komplett runterschießen? Warum hast du nicht gesagt, rein da mit den ganzen Panzern, nimmst sie raus und wir hätten die Seite geführt gehabt, hätten schön nachladen können, alles gut. Ich halte mich ja am Ziel an meine Kommandos. Ja, das ist... Tom, das ist so eine Entscheidung, so wie... Ich kann mich da... Das ist so eine 50-50 Entscheidung. Ja, genau. 4 gegen 2. Genau das, aber es waren zwei im Reload, also waren es plus 2 gegen 2. Reloaden habe ich jetzt gesehen. Mit der Badget auch. Bin ja nirgends durchgekommen. Das war genau die Entscheidung, Tom. Weißt du, ich wusste, dass der TOC 5 noch hintersteht. Ich weiß, ich wusste jetzt nicht, was die jetzt auch zurückgezogen haben. Und eigentlich wollte ich so, ich wollte so lange warten, bis ich die 2 wieder durchgeladen habe. Deswegen habe ich gesagt, mach langsam da, bis ich mit der Badge. Dann bin ich ja mit der Badge mit angefahren. Aber das ist 50-50. Also, Daniel, oder? Sehr schwer am schwersten. Schwer am schwersten. Oh, wenn ich die 5 nehme. Ja. Mit HE-Krümmungen? Ja. Wollt mal wollen. Ja, das ist... Komm, du wisst doch. Daniel, ist okay. Das ist deine Entscheidung. Ich fand sie nicht gut. Ich saß nur hinterher und nicht im Spiel. Und nee, war ja richtig. War ja richtig. Du halt nicht an die Punkte. War eine reine Bauchentscheidung. Ja. Der Typ 5 schwer, der kann aber auch durch, mit der HE-Kanone, ich hab da vor mir Panzerwracks und der muss mir nur oben irgendwo hinzimmern, der kommt trotzdem durch, ne? Ja. HE kommt überall durch. Der macht trotzdem Schaden. Das flasht ja auch noch. Das flasht auch noch, ja. Dann die beiden E3s, die beiden E4s hier in dem Bereich. Natürlich gucken, dass er den Arsch verdeckt aus der Mittellein. Die Mäuse, ich habe die ganzen 2 Mäuse hier vorne. Der E100 mit einer Maus hier hinten, eine Maus an der Stelle. Ja, bitte dann hier in den Bereich rein. Aber du bleibst bitte noch stehen. Ja, bist du da? Ja. Fahr mal drüber. Machen wir mit drüber. Ja, okay. Da stehen ja 2 Mäuse. Da wo Kerkerer steht, fährst einfach zu Kerkerer. Wake me up, nicht so weit vor. Oh, hier, wo wir hier. Kerkerer, ist der Raum da so? Vorfahren kann ich, zurückfahren müsste ich irgendwo ein bisschen, ich weiß nicht, was bei dir gucken. Also, wenn du zurück willst, fahr ich den mehr raus. Dackel, fahr nochmal so 2 Meter vor. Genau, Silber, du fährst ein bisschen weiter vor, dass du praktisch hier hingucken kannst. Cool Mini macht an der Seite Sidescrape nach da. Wollte ich nicht darüber auf der anderen Seite fahren, wo der Zaun ist? Hier? Ja. Da sollten 2 Mäuse stehen, ja. Ja, dann fahr ich jetzt hin. Willst du auch einfach mal da oben reinhalten, beim Spotting-Hügel? Da steht eine Badge. Fahr zurück. Ja,
Fuck. Die Truppe vorrücken, in den Bereich rein, dass wir da fahren können. Fulmini, du musst ein Stück zurücksetzen, damit du mir den Spot hier holst. Ja, siehst du? Boston, ihr müsst jetzt hier rausdrücken, nehmt die alle weg. Und kommt alle mit. Joker drauf. Die bitte, die beiden, Blatt, kommst bitte zurück. Mit der Maus. Dio zurück. Und mitkommen, vorfahren. Und dann ab durch die Mitte mit den Mäusen, Dio und so. Hier hinter uns, Ratchet. Maus, Silber, zurückfahren, deck den Arsch. Das ist die Mittelgasse. Die beiden, Dio, mit Flo hier oben ran, das sind die Typs. Check, wir wollen check. Ja, ihr müsst da auf die Typ 5 schwer ein bisschen draufdrücken. Ich gehe seitlich auch die an. Da ist noch eine E7. Und ich tot. Hat die Schlag von denen ist raus. Geht drauf da, jawohl. E7 1700. Lass hier jetzt schneller clearen. Du brauchst ein Schild, jawohl, Wildsau, siehst du gut. Was war der Art des Stefan? Jetzt drückt er wieder zurück, bitte. H5, zurück zum Cap. Dario und Wildsau, bitte versucht auf Flur zu halten erstmal. Zu halten, nur da halten erstmal bitte, kriegt ihr Unterstützung. Geht versucht wirklich auf die Lower Piece gehen von hinten. Post mit Steeline auf Typ 5 schwer. 100 HP, der muss raus, jawohl. Jetzt der TH10E5 oder nächste Typ 5. Welche will umfahren? Typ 5 schwer, jawohl. 85 HP, Typ 5 schwer. Ja, komm. Ratchet kommt gleich hinter dir, Kerkerer. Dann an dir vorbei. Wildsau, du musst den Typ, die THC5 rausdrücken. Hinter dir kommt noch ein Typ 5 schwer. Gut, jetzt umdrehen, Typ 5 schwer noch. Weg deinen Arsch mit dem Wrack von Bloody, wenn's geht. Und Bernd, komm mit anfahren. Bitches abgehauen. Ja, komm doch rein. Willst du auch mitdrücken, bitte? Boston, hält mal lieber Steeline. Sehr gut, Wildsau zurück, ab zu Steeline, wir gehen hier im Death rein. Thank you.
Wildsau mit Kerkerer hier hinten in die Ecke rein. Ja, praktisch, ja, genau, hier hinten in die Ecke rein. Aber ganz weit in die Ecke, dass wir vom Hügel nicht beschossen werden können. Wir gucken, ob ich komme da hin. Ah, klappt. Abgeprallt. Hilzer, konzentrier dich auf die Benches hinter dir. Ganz wichtig. Thorsten und Steel, ihr jagt mit jetzt die CRCD5. Was ist mit der Batchet? Macht Wildsau mit Bernd. Bernd, nicht drücken, bitte fahr zurück. Dass er an der Kante steht. Nicht, dass sie jetzt von oben kommt, genau. Okay. Berkerer hier vorne vorfahren. Wildsau auch mit der vorne. Unterstützt die beiden. Dylan, da kommt die Batchet, guck mal. Jawoll. Und drauf jetzt. Ist wieder vorwärts. Los auf den CRC5. Ich hab grad Schussfeld. Was war's, Dylan? Fahr, du hast voll live. 2000 HP. Kannst du fahren? Ja, okay. 140, dann ist stärker. Aber der Die Kerkerer und Wildsau, stopp, die geht über die Mitte. Oder Wildsau kannst gerade links abbiegen. Ich geh links ab. Hartes Spiel, ja, hartes Stück Arbeit. 5000 Schaden, wow. Du hast keine Angst vom Gegner haben. Gerade nicht mit der Maus eben. Ich arbeite noch dran. Ihr habt ja auch nicht richtig Lackbanger für 3E für 5 Spielerkarten. Oh. 19.000 plus. Und wie denn mit so? Ja, wir müssen angreifen. Das hat Setup halt noch treffen und schwer. Können wir mal einen Jagdpanzer 100 mitnehmen? Die müssen verteidigen. Maus bleiben oder 110 E4? Ja, die ganze Amix 50B. Amix 50B, 7 Stück bitte. Ah, ich hab so eine scheiß Kuda drauf, Mann. Masse. 4 5 6 Jawohl, 7 Maus oder eher ein 100? Auswende. Nochmal 8, 5, 6 Beine wieder raus, Beine wieder raus, du. Ja, 8, 7 ist okay, ja, Thorsten? Ja, 7 ist okay. Geh wieder auf der Maus. Oder bräuchten wir noch. Wir bräuchten auch noch, falls jemand sonst noch hat, ein E3. E3 habe ich, ja. Der nimmt dort E3. Oder E4. E3. Okay. Warum? E3 hat mehr Panzerung. Also aber unbeweglicher. Das ist scheißegal. Die E3s müssen wir den Mäusen durch die Schlachtergasse drücken. Und die 50B rushen den Hügel. Okay. Alle also, grün, probieren wir. Ne, probieren es. Alter, mehr als verlieren können wir nicht. Das aus deinem Munde. Hat er das denn so schon mal geschafft? Nein, ja, also der Gegner hat schon mal das schon geschafft. Ja, eben. Der Gegner, also es geht darum, wir fahren mit den 50 Bs hoch auf den Hügel, fokussieren so schnell wie möglich, so viel wie möglich raus, sollten dort dann kein Panzer mehr sein, oben, oder noch zu viel Panzer als Gegenwert, dann fahren wir wieder zurück, während wir im Reload sind. Wir können auf der anderen Seite immer noch flankieren, weil wir sind ja schnell genug mit den Dingern. Bloody, ich bin mit deinem E100 hier vorne ran. Sidescrap in die Mitte, bist am schnellsten.
E3 ist Richtung Schlachtergasse. Ich hätte gern, dass der E4 Bloody von hier hinten so ein bisschen supportet erstmal und die Mäuse hinter den E3. Wir drücken langsam die Schlachtergasse, das heißt erstmal die E3 zur Stellung bringen. Und dann versuchen wir langsam anzudrücken und Gas zu geben. Denkt daran, da sind auch ganz viel. Ein 5B kommt noch durch, Achtung, Jungs. Oder auch nicht. Beep, beep. Oh, weg mir ab, kommt doch. Genau. Na gut, schön. Immer nur ein bisschen. Ja, nur, dass der Licht hält, das reicht mir. Der E4, Chrissy, jawohl, machst du schön den Bogen und dann stellst du dich dahin. Ist hier deine wieder an dem vorderen Rand, oder? Ja, voller, voller. Ihr müsst richtig starten, dass wir Druck aufbauen. So, drücken jetzt? Ja! 50 Bies. Ja, wir drücken hier langsam. Das heißt, erstmal die E3 zur Stellung bringen. Den Artischlag hier vorne reinhalten. Also 50 Bies, die E5 können gleich bei uns auftauchen. Drei links, drei rechts, runter und dann in der Schlachtergasse mit Druck aufbauen. Ja, Teil 5 dritte, ja. Und jetzt hat er das Rücken, E3 drücken, jetzt drücken, rücken, Mäuse auf Schutz vor. Nehmt den Teil 5 jetzt hier raus. 58 Bs umdrehen. Hinter euch T110E5 gleich. Die hier. Wieso reicht nicht da reinfahren mit den 50s? 50s, versucht da jetzt nicht reinzufahren. Wir kommen mit den Heavys durchgedrückt. Flo, weiter vorne an die Kante mit den E4. Die 50 Bs hier alle umdrehen und müssen gleich in den Papier wirken. Manch gehen nach rechts. Vielleicht schieben wir einfach weiter vor, ist egal. Gut, jetzt auf Jagdpanzer E100, wenn geht. E3. Jetzt Panzer, Jagdpanzer E100. Komm mit, wir drücken jetzt rein. Halt dich weiter zurück. 50 Bs müssen gerne Druck aufbauen hier auf den ES7 und auf die anderen beiden. Die kriegt nämlich jetzt in den Arsch geschossen. Der E5 mit 200 HP. 2-3. Die 7500 HP links in der Straße. Ich hab nicht mitbekommen, dass du jetzt hier sein.
Wenn das dieser Gegner mit dem 50 Bs mal eine Schnapsidee hätte und das einfach funktioniert hat? Nein. Hätten beide Beine auch in dem Sinne nicht auf die Schlachterkasse mit dem Fuß. Wir waren zu viel in der Schlachterkasse. Danach, ja. Von der Kante da? Von der Kante auf, was ist das da nach hinten? G9? Kannst du doch locker in die Schlachterkasse hinwirken. Die 9H9. Daniel, da haben vier Panzer schon hochgezielt, Teil 5 und so weiter. Einer hat da oben richtig getroffen in der Situation, den hab ich gesehen. Ja, das war ich. Ja, runterfahren müssen. Macht doch das erklärt, das ist mein Beitrag. Ja, wir umstellen uns schwer, natürlich, wir vergessen das. Ja, wie merkt ihr? Gib raus, bitte. Silber mit noch drin. Jetzt ist nur noch Silber. Erstmal Stellung wie vorhin aufnehmen. Hast du all die drei mehr? Cool, geh du mal lieber bitte zu Wildsau hier in die Ecke rein. Spiel rein. Verkehrte Richtung? Ja, ja. Def. Ja, ich hatte vorhin keinen E3 gefahren, deswegen. Wenn die wird so, ich sehe auch den. Okay. Cool, gleiche Abbiegen hier oben mit rein. Da, Joa, von mir, hier, und dann gehen wir hier in die Mitte. Können wir in die Mitte nach rechts? Außer Bord mit denen. Da, Joa, dann übernimmst die Flanke hier. Gegen Tom, du musst mit nach außen wirken. E3, E4, Richtung Schlachtergasse. Ein E4, ab zurück auf die Line. Da, Joa, geh zurück, helf die mit den Kunden. Muss ein bisschen zügiger gehen mit den E4 hier hinten rein. Artischlag. Durch. Nicht zu weit raus, Harry. Hinter dir kommt die Typ 5 schwer rechts. Zieh dich wieder zurück, Harry. Drückt hier mit hinten rein, nimm die raus, komm! Ah, Harry, wir ziehen zurück, wenn's geht. Ja, ich komme nicht mehr weg. Darkpanzer müssen jetzt richtig rund machen, Schlachtergasse. Okay.
Manchkin, drück mit deinen hier an. Die Line runter, unten in den Bereichen helfen. Nächsten Typ im Schwer. Und weiter mit in den Reis. Weiter, weiter, weiter mit den Handys. Super, super, super. Unten, ihr drückt jetzt drauf auf den einen. Und da hier schöner Gott den Silber. Hier langsamer machen. Ja, moin. Und jetzt zurück. Achtung! Haltet ihr da! Jawohl. Sehr schön. Geil gespielt. Geil gespielt. Richtig gut gespielt. Ach, den können wir anscheinend besser wieder angreifen, ne? Aber wie krass, Leute, wie ihr gemauert habt da unten in der Gasse irgendwie. Das war jetzt auch wieder, aber. Dackel, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dass wir erst den linken halb 5 genommen haben. Ich glaube, ich habe vorhin einen eigenen angeschossen. Was passiert? Ja, da war es halt echt wichtig, dass sie uns in so einem Fahndes nicht durchbrechen können, weil sonst wäre unsere Flanke halt eingerissen und wir hätten einen berühmten Schuss bekommen. Das war echt super. Ich weiß nicht, welcher von den hier von den Amis. Ich war gerade auf den anderen Ami oben auf die Kuppel am Schießen und hab genau eingeengt und der fährt mir genau in dem Moment mit seiner Kuppel da rein. Muss man auch mal können. Gleiche Ausstellung. Was möchtest du haben? Ja. Keine 50p, keine 50p, keine 50p. Keine 50p. Irgendwas noch sporten, was hinterher reicht. Wieder verpissen und der Rest Letzte Fecht, wenn wir das jetzt gewinnen. Ah, Spiel gewinnen. Ja, wir müssen hören, Ralf. Nee. Wenn wir das alle spielen, dann sind wir scheiße. Gar nicht mögen wir. Nur für die Artifahrer ist das scheiße. Typ 5 schwer mit den 3E3s. Ab durch die Schlachtergasse. Gleich richtig schön drücken. Drücken bis maximal, sagen wir mal hier. Danach können sich die Typen schwer natürlich hier nach innen orientieren, mit unter anderem. Ich hätte gerne, dass der E100 mittig wieder anfährt. Mäuse und E4s bitte Richtung 2er Reihe. Die Type 5 müssen nur erstmal dann bitte auf die E3er warten. Der E3 ist schneller als der Type 5. Die 3 sind gerade weg. Ja, nix, aber in einem fetten Arschsprung. Nee! Perfekt, mit dem mit der Ruhe. Zweierreihe, bitte. Da.
die Geräusche bitte abstellen. King Tom. Schön links fahren, das geht. Joker, warte auf die 3, sie müssen vorfahren. Ich dachte, Gasse muss jetzt richtig Gas geben, jetzt ihr habt ihr muss die 3 Panzer vor euch. Okay, Gas, 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 die 3 Gas. 350 Rechen her. Mäuse langsam, auch ganz langsam machen, Mäuse, Mäuse langsam machen. Lila, pass auf. Sicher uns mal nach rechts ab, nach rechts. Ja. Die Mäuse drücken jetzt weiter, dass wir auf die wirken können. Ihr müsst auf die wirken können. Da wo Garn steht, da müssen wir hin mit den Mäusen. Und wir müssen weiterfahren, weiterfahren mit den E3. Wir gucken E3 zu uns. Weiter. Wir müssen reindrücken, sonst kann ich keine die Hälfte wirken. Gut, Kerkerer, Pilzer, wir müssen ein bisschen geben. If you know the enemy and know yourself. Weiter vor mir fahren. Jawohl, ich brauche ein Schild. Rück mit den Mäusen, wir müssen jetzt mit den Mäusen hier rein, dass wir die Mittelgasse jagd machen. Mit dem IS-7 zuerst. Weg dem, wenn es geht. Gut, geht nicht, jetzt der E4, IS-4. Und wir fahren weiter rein, wir fahren rein in die Gasse. Drück weiter, Gedanke, komm, drück, geh nicht auf den IS-4, geh auf den IS-7. Dann fahr, Fabian. Flo, Achtung, ja, hier kommt der IS-7. Chris, bitte mit umdrehen, Flo, raus, hier in die Kante. Check. Und drücken weiter. Bitte beklopfen jetzt reinfahren, bitte. So, hinter uns dreht sich dann cool Mini um. Wenn wir drin sind, wenn wir rum drin sind. Und da, Jörg, ist drin, jawohl. Vorsten Typ 5 wieder in rechter Seite. Guck mal auf den E3. Bitte auf den E3 ab. Bitte links abdrehen. Bitte stopp, links abdrehen. Okay, ich bin auf den E3. Drücken, Dackel. Drücken. Nicht nebenbleiben. Drücken, bitte. E3 zuerst, bitte, der Schwieriger. Und bin E3. Jetzt, wo er steht. Ja, die 7. Typ 5 schwer. Typ 4 und 5, jawohl. Die Truppe umdrehen, die 7 kommt. Was? Komm. Nice. Und gleich noch ein Spiel, hinterher, los. Das war nicht 40, ich hätte ihn dafür versucht, er leben. Krass, so scheiße, Leute. Ich bin raus. Wir müssen leider noch eins machen. Achso, danach nicht. Ich will mich aber voll in die Runde. Ja, aber gucken wir, was wir kriegen, weil zumindest auf den Highway. Da ist was anderes, ich muss kriegen, 100 oder. Medium brauche ich. 2 E4. 4 E4. Ich höre auf. 2 Mäuse, rechts Medium ist eine Art. Bin doch eher 100, bleib ich auf 100. Will man nicht auf Quelle. Nicht auf Quelle. Wie lange hast du ein Medium? 62A. Ja, dann eben. Okay, warte, Herr Dackel hat Medium genommen, bleibt so. Was ist deine Maus? Joker mit der TVP? Nein, da ist ein Medium. Das ist nicht mit 2A. Nein. Tosten. So, in Heavy mehr vielleicht? Tosten? Ja, der soll ich hier nehmen oder die 100? Noch eine Maus, ja. Kannst du noch eine Maus nehmen? Dann nehme ich die Maus mit. Ich bin so mit dem Fuß. Kannst du die Maus nehmen?
Weil mit welchen von diesen beiden am besten klappern? Radio noch ein PvP dazu? Nee. Warte. Wenn du den besser fahren müsstest, dann was darfst du jetzt? Ab jetzt sind wir fertig. Dann nimm ich PvP, wenn du mit dem besser klarkommst. Daniel? Ja? Hast du einen Kollegen oder der Team? Ich bin selber ein Kandidat für uns. Ja, aber dann darfst du blind tun, sich auch dagegen. Das kommt ja nicht. Okay, da kann noch grüne drin. Ja, ich. Kein Problem. Aber du hast nicht. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall Vorschuss gewonnen. Haben wir auch schon mal. Wir können uns das schon manchmal rechnen. Wie steht jetzt wohl, wie viele Punkte wir kriegen, ja? Aber jetzt heftige Start. Achso, ne? Dann ich fahr hier den Spot an. Ja, nix. Ich hab meine langsam geschafft, ja. Okay, machst du nicht. Gut. Machst hier den Spot dann fahren. Ich, okay. Dario, du fährst mit dir runter, machst du den Spot. Ich brauche hier oben eine Batsche zu stehen, die spottet. Alle Mediums bleiben hier in dem Bereich. Gucken, dass wir rüberschneifern. Erstmal meine Heavy ziehen sich hier hin. Ja, mit den E4s zusammen. Fingen wir mal eben bitte Objekt an. Objekte erstmal hier oben bleiben. Steffen, du bist auf TVP, ja? Ja. Will du dich dann mal hier zum Spotten? Oben oder was? Oder oben, nicht runterfahren. Aber Heavys weiter, Heavys. Heavys bleiben hier, Heavys drücken erstmal bis da. Ja, das ist, nee, die Ds können gleich mitziehen, mit hier in den Bereich rein. Die müssen ja deffen nur. Ich denke, bei 5 wäre immer Schluss. Wie kommt das, dass wir die gleichen wieder haben? Das erkläre ich euch danach. Alles klar. Also praktisch, Heavys, ihr müsst gucken, dass ihr hier in dem Bereich euch Büsche sucht mit den TDs. Dass wenn Licht kommt, dass ihr dann rüberballert. Objekt 140 klar machen zum Sprung hier hin nach da. Fertig machen schon mal. Sammeln geschlossen, so dass auf dem schnellsten Wege über diese Bahnschienen hierher kommt und dann ohne anzuhalten hier runter mit reindrückt, so dass die Heavys im Nachgang schießen können. Härter, es wäre nicht schlecht, wenn du eventuell nachher hier stehst oder so. Blitzer, du bleibst bei Steffen und sicherst dir mit ab zum 113er zum Beispiel. Posten, wir drücken jetzt an. Du musst Feuer auf Kopf, Feuer! Hast du geschossen, Steffen? Ah, ich bin vorher ehrlich. Ich bin erst aufgegangen und den habe ich geschossen. Nur 13er war es nur ungefähr unten. Und Mediums, ihr drückt gleich durch, Mediums. Heavy ziehen jetzt nach, Heavy ziehen nach, Heavy ziehen nach, Heavy ziehen nach, Heavy ziehen nach.
Albert, nicht wegziehen. Wir müssen da unten drin bleiben. Wir müssen gucken, dass wir 13 rauskriegen. Ich lade nach, Daniel. Hier, die Heavys von da können zum Beispiel gucken, dass sie noch da mitwirken können. Jawoll, genau das ist wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Brauchst du mal mit Angriffdruck? Dann kriegst du die Arti raus. Mediums vorsichtig drücken, aber Druck aufbauen. Heavys weiter bitte. Heavys, wenn es geht, weiter. Langsam und vorrollen. Heavys, ihr müsst jetzt hochdrücken. Heavys, ihr müsst hochdrücken. Check. Push, komm. Ja, du musst den Schuss drinnen behalten, ja, fürs Ankämpfen. Links die Badget. Das Objekt, wie schaut's aus? Verloren, ne, da ist es, haben sie wieder. Absolutus, muss man sagen, absolut. Ja, das ist ein bisschen schlecht gemacht, muss man sagen. Wir hätten von zwei Seiten vielleicht bekommen müssen, dass wir hier ein bisschen mehr Fahrzeuge im Einzelbereich finden. Auf A, B, C. Die Linie da schießen können, irgendwo irgendwas nicht nachdrücken kann. Aber nehmen wir her, wir haben das ganze Ding heute gewonnen wieder. Wieder geile Fechte, war sehr gute Gefechtsruhe. Ja. Ja. Schön war's, aber ich bin raus. Jawohl, ich danke. Morgen arbeiten. Ich fahre jetzt noch mit der Bedarfung fürs Leiten. Wenn du noch wen hast, Daniel, würde ich auch abspringen, weil ich muss morgen auch arbeiten. Jo, ich bin auch erstmal weg. Wenn nicht, mache ich es nicht einer. User joined your channel. Haben die alle keinen Urlaub oder was? No. User disconnected from your channel. In einer Woche habe ich Urlaub, aber jetzt muss ich da durch. Daniel. Ja, zwar Urlaub, aber ich bin auch der Wecker. Da können wir auch da fahren, oder? Na, hier im Channel wird noch.
wenn ich gehe, noch 17 Leute. Ja, ich bin auch weg. Ja, mach gleich. Guckt euch schon mal. Spaß dann erstmal. User disconnected from your channel. Lisa, wenn da gleich noch einer fehlt, bleib ich noch da. Hier ist mein Rauchen. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Hat auf jeden Fall heute Abend wieder Spaß gemacht. Da ich morgen wieder arbeiten darf, wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich hoffe, es hat gefallen, auch wenn manche Zuschauer nicht von der Abteilung World of Tanks sind, sondern von World of Warcraft. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Vielen lieben Dank und man sieht sich die Tage. Tschüss.